Herzlich willkommen zu den nächsten Videos zum Thema Testverfahren. Das Ziel von den Videos ist, dass Sie konkrete Verfahren an die Hand kriegen, wie Sie die Software jetzt getestet kriegen. Wir beschäftigen uns mit Blackbox-Verfahren und da mit dem Finden von Testfällen, zum Beispiel mit der Grenzwertanalyse. Wir werden uns Whitebox- oder Glassbox-basierte Testverfahren anschauen und da speziell, was Sie mit Code-Coverage anstellen können, speziell in Entwicklungstools wie IntelliJ. Beim explorativen Testen werden wir uns beschäftigen mit Testcharters, also dass Sie auch den erfahrungsbasierten Test sauber organisieren. Wir verwenden da auch zum Teil die Testheuristiken von der Elizabeth Hendrickson. Und im letzten Video schauen wir uns nochmal das Thema Testautomatisierung an und machen da den Scope ein bisschen auf. Also Testautomatisierung ist nicht nur JUnit, sondern Sie haben ganz viele verschiedene Entwicklungsumgebungen und Werkzeuge zur Verfügung. Wir werden uns beschäftigen mit Blackbox-Tests, Whitebox-Tests, dem fehlerbasierten Test und dem explorativen Testen, aber das kommt jetzt gleich nochmal auf den Folien. Also, Unterschied zwischen Blackbox und Whitebox bzw. Glassbox-Tests. Wenn Sie einen Blackbox-Test machen, gehen Sie davon aus, dass das System ein großer schwarzer Kasten ist und Sie testen gegen die Außenschnittstelle vom System. Das heißt, Sie nehmen keine Inhalte des Systems zur Kenntnis, also keine Programmstruktur oder keine internen Abläufe, sondern Sie versuchen tatsächlich nur von außen zu testen. Als Grundlage nehmen Sie beispielsweise die Spezifikationen oder bei uns unsere User Stories und die Akzeptanzkriterien. Als Gegenpol dazu wird immer das Glassbox- oder Whitebox-Testen genannt, wobei das nicht ganz symmetrisch ist. In dem Fall schauen Sie in das System rein und gucken nach, dass zum Beispiel jede Programmzeile einmal durchlaufen ist. Oder Sie gucken nach, dass Sie sozusagen alle denkbaren Kontrollflüsse einmal durchlaufen haben. Das heißt, Glassbox-Test heißt, Sie schauen ins System rein und nehmen die Innereien zur Kenntnis. Das verwenden Sie vor allem, wenn Sie automatisierte Testfälle machen, um ein gewisses Vollständigkeitsmaß zu haben. Über das und gleich mehr. Also Blackbox-Tests nochmal im Detail. Sie testen gegen die Außensicht. Den Code nehmen Sie nicht zur Kenntnis, es sei denn, Sie nehmen die Schnittstelle, den der Code nach außen anbietet. Also beispielsweise ein RESTful Web Interface oder sowas. Gegen das würden Sie schon testen. Als Basis nehmen Sie unsere User Stories. Früher haben Sie die komplette Systemspezifikation verwendet. Also da hatten Sie Use Cases, kennen Sie aus Software Engineering 1 noch. Sie hatten vielleicht das Datenmodell. Sie haben eventuell Screenshots spezifiziert mit mehr Details, als wir das jetzt natürlich getan haben. Sie können aber auch zufallsbasierten Test machen. Wichtig ist aber, Sie testen die äußere Schnittstelle des Systems und ignorieren die Innereien. Und Sie beobachten auch das Verhalten des Systems von außen, also die Reaktion, die das System auf dem Bildschirm zeigt oder auf der Konsole zeigt, je nachdem, was für ein System Sie haben. Glassbox-Tests das System ist ein Glaskasten, Sie schauen rein und gucken sich die Codestruktur genauer an und versuchen da Testfälle zu finden, die große Teile des Codes abdecken. Verwenden dafür als Basis natürlich die Quelltexte, vielleicht auch ein bisschen die Architektur und natürlich auch die User Stories, die wir so haben, denn Sie müssen ja ungefähr wissen, was Sie vom Code erwarten würden und das steht in der Spezifikation oder in unseren User Stories drin. Und was Sie da beobachten, sind tatsächlich auch interne Zustände. Das heißt, Sie messen beispielsweise mit einem Profiler in das System hinein und gucken nach, wie die Hauptspeicherverwendung ist. Und Sie gucken natürlich auch mit Asserts, wenn Sie Testautomatisierung treiben, schauen Sie mit Asserts natürlich auch auf interne Systemzustände. Das Ganze funktioniert eigentlich nur dann, wenn Sie ein Coverage-Werkzeug verwenden. Also in VV verwenden wir jetzt mehrheitlich Jacoco. Das ist ein Werkzeug, das guckt nach, welche Codezeilen ausgeführt worden sind und vollzieht sozusagen die Pfade nach, die der Kontrollfluss genommen hat. Weitere Verfahren zum Testfallentwurf sind fehlerbasiertes Testen. Da gibt es eine wunderschöne Taxonomie vom Cem Karner. Der hat in seinem Testbuch, das ist so aus dem Anfang der 2000er Jahre, 400 typische Fehlerquellen zusammengesucht. Ein Beispiel wäre nicht geprüfte Eingaben bei Eingabefeldern und als Fehler, die sich daraus ergeben, sind solche Dinge wie SQL Injection, Cross-Site Scripting und andere Dinge, die eben passieren, wenn Sie die Eingabedaten nicht prüfen. Und wie gesagt, die Taxonomie von Karner kann man im Grunde als Basis hernehmen, um dann Testfälle zu finden. Zum Beispiel, indem Sie einfach jedes Eingabefeld, um bei dem Beispiel zu bleiben,
testen gegen und versuchen sozusagen da SQL Injection und andere Dinge mitzumachen. Was Sie auch machen können, ist, Sie können einfach Ihre Fehlerdatenbank mal durchgehen. Deswegen brauchen Sie auch eine Fehlerdatenbank und gucken danach, welche typischen Fehler hatten wir denn in letzter Zeit oder über den Projektverlauf hinweg und entwickeln daraus eine Checkliste beziehungsweise testen sozusagen so typische Fehlermuster, die Sie immer wieder im Code und im System hatten und testen dagegen. Fehler-Nachtest muss man eh machen. Häufig passiert ja durch falsches Konfigurationsmanagement, ist dann doch wieder so, dass alte Fehler plötzlich doch wieder in die Software reingeraten, weil irgendeiner beim Merge einen Murks gemacht hat. Sie würden das über eine Checkliste aufschreiben oder jeder hat im Kopf, welche typischen Fehlerstellen es gibt. Zweite Möglichkeit wäre erfahrungsbasierter Test. Grundlage für den erfahrungsbasierten Test ist sozusagen die Erfahrung und das Hintergrundwissen der Entwickler. Das heißt, die wissen, was man braucht und die haben sozusagen langjährige Erfahrung und können raten, wo Fehler sind und dann nehmen sie das als Basis. Der Test erfolgt da nicht nach Fehlermustern oder so, sondern eher erforschend. Das heißt, sie starten mal in einem Bereich und versuchen da Fehler zu produzieren auf der Basis ihres Erfahrungswissens und nutzen dabei alle Informationen, die ihnen das System bietet. Also beispielsweise, wenn die CPU heiß läuft an der Stelle und der Lüfter anspringt, dann denken sie, da muss irgendwas verkehrt sein, vielleicht sind da zu viele Threads drin und sowas und testen dann in die Ecke weiter. Und auch als Entwickler haben sie ja gewisse Elemente, wo sie wissen, dass da was kaputt sein kann. Nehmen wir an, Sie haben eine Liste, denn Sie wissen, Sie versuchen natürlich mit null Elementen in der Liste zu testen. Das heißt, Sie löschen alle Elemente raus, Sie fügen ein Element ein und löschen das wieder. Da gibt es so klassische Fehler, dass man da wie mit Zeigern sich vermurkst. Oder Sie testen die Liste bis zur maximalen Elementezahl und versuchen dann noch ein Element mehr hinzuzufügen. Häufig passieren nämlich Fehler an den Array-Grenzen und an den Grenzen der Daten, die Sie eingeben dürfen. Wie gesagt, Sie brauchen dabei die Erfahrung des Testers und ein bisschen die Intuition, dass der an der richtigen Stelle sucht. Deswegen heißt es eigentlich, dass wir für exploratives Testen besonders erfahrene Tester brauchen. Das ist am Markt aber nicht so verbreitet. Häufig wird gesagt, naja, testen, das kann eigentlich fast jeder. Und es gibt auch so Testplattformen, wo Sie sozusagen als Tester Geld verdienen können, wo am Ende eigentlich auch behauptet wird, jeder könne testen. Aber gerade für dieses Intuitive brauchen Sie eigentlich jemanden, der viel Erfahrung hat. Und das nennt sich explorative Test. Das ist eher so wie CIS Miami sozusagen. Also sie suchen da durch und versuchen oder anhand von irgendwelchen Indikatoren weitere Fehler im System zu finden. So, das waren vier Möglichkeiten, wie Sie Testfälle finden können. Und jetzt gucken wir uns die vier im Detail an. Los geht's jetzt mit den Blackbox-Tests.